Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mein Name ist Andreas Belzek und ich bin der Geschäftsführer der Priorzen GmbH. Wir haben sehr, sehr viele Kommentare oder Zuschriften bekommen auf unsere Videos, die wir seit kurzem machen. Und zwar, viele wollen wissen, wie entsteht sowas? Wie kommen wir auf die Idee, ich sag mal, ein bestimmtes Fahrzeug umzubauen oder so weiter, ja? Also, bei uns funktioniert das so, dass wir zum Beispiel irgendwo ein Auto sehen, ja, auf der Straße oder sowas, oder hier welche neue Modelle rauskommen, dann gucken wir uns das Auto ein bisschen an und meistens ist das so, wenn ich sage, okay, das gefällt mir und so weiter, als Basis, ja, dann mache ich mir Gedanken mit meinem Team, wie können wir das umbauen, dass das quasi sich verkaufen lässt. Ja? Also als erstens müssen wir gucken, dass wir das Auto, ich sag mal, die Idee für welches Auto, dann müssen wir gucken, dass wir das Auto beschaffen. Ja? Ist das Auto schon sofort lieferbar, nicht lieferbar, gebrauchtes, neues, müssen wir warten und so weiter. Ja? Also für manche Fahrzeuge hat man wirklich 2, sogar 3 Jahre Lieferzeiten. Das verzögert dann natürlich alles. Danach machen wir ein paar Bilder. Ja, wenn das Auto noch nicht veröffentlicht ist, ja, also zum Beispiel, keine Ahnung, neues Modell von der Firma XY, ja, dann müssen wir gucken, dass wir aus dem Internet irgendwelche Bilder runterladen und hausintern diese verwenden in Photoshop. Also als allererstes Auto beschaffen, dann gucken, dass wir das in Photoshop zeichnen, ja, als Bild, nicht in 3D, sondern als Bild. Wir schleifen so lange an dem Projekt, bis das so ist, wie wir uns das vorstellen. Ja. Danach kommt das Auto, wird gescannt. Ja. Wir scannen das Auto in 3D danach. Danach wird das in 3D gezeichnet. Danach werden die Formwerkzeuge bzw. Die Prototypen gebaut in unterschiedlicher Weise. In 3D-Druck oder in CNC-Fräsen, also je nach Teil. Ja. Also wir haben unsere Drucker können 50 mal 50 mal 50, also ein Würfel, drucken und alle größeren Teile bauen wir quasi in CNC. Das ist ungefähr seit 3 Jahren bei uns. Davor haben wir sehr viel mit der Hand gebaut. Die Qualität hat sich natürlich um wirklich einiges verbessert bei uns. Ich bin auch so ein Typ, der nach Perfektion zielstrebig ist. Natürlich hat man bestimmte finanzielle Möglichkeiten, die man in eine Firma investiert. Also im Prinzip, das ist nicht so, dass wir jetzt das Geld, was wir hier in der Firma verdienen, uns ein schönes Leben machen, sondern einfach, diese Firma ist ein kleines Baby von mir und ich investiere wirklich das meiste, was wir verdienen, investiere ich in Neuentwicklung, Maschinen, so dass das wirklich das Produkt und Marketing und alles Mögliche so gut wie möglich ist. Ja? Natürlich, wie gesagt, im finanziellen Rahmen. Ja. Nachdem wir die Teile gefräst haben oder gedruckt haben in 3D und so weiter, halten wir die am Fahrzeug dran. Ja. Ob das wirklich so ist, wie auch in 3D, weil manchmal ist es wirklich auch ein 3D-Projekt, sieht das so und so aus, aber wenn wir das am Auto dran halten, können wir sagen, okay, kleine Änderungen und so weiter. Und erst dann bauen wir die Werkzeuge. Danach werden die Teile produziert, ne, aus den Werkzeugen, die wir gebaut haben. Lackiert, eingebaut, da werden Fotoshootings gemacht, quasi die ganzen Kataloge und so weiter. Wir gehen auf die Messen, da zeigen wir die Autos weltweit. Also wir sind wirklich, Prior Design ist sehr, sehr gut vertreten in den USA. Da sind wir sehr gut aufgestellt in Asien. Deutschland ist, ich schätze mal so 10% vielleicht. Das hat so ein bisschen nachgelassen, aber ich glaube, das hat viel mit unserer Regierung zu tun, dass so ein bisschen Unruhe im Autobereich jetzt entstanden ist. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum das so ein bisschen hier abgesagt ist. Ist aber okay, finde ich sehr, sehr, sehr schade, weil wir in Deutschland sehr stark gewesen sind, vor ein paar Jahren noch. Da haben wir wirklich sehr, sehr, sehr viel verkauft in Deutschland. Aber zum Glück haben wir uns stabilisiert auf anderen Kontinenten, wo wir uns, ich sag mal, über Wasser halten können. Ja, der letzte Punkt quasi an so einem Projekt ist, dass wir auf einen Profit hoffen. Ja? Also quasi wie jede Firma auch hofft, dass man, wenn man da irgendwas entwickelt und präsentiert, ja, einen riesen Aufwand betreibt. Ja? Also jetzt, ich sag mal, so ein Fahrzeug hat bestimmt 15 verschiedene Punkte, bevor das fertige Kit hier auf dem Auto ich sag mal, eingebaut wird. Ja? Und man hofft, das ist ein riesen Kostenfaktor und man hofft,
dass man Teil oder zumindest, ich sag mal, so viel bekommt, dass man das in neue Projekte wieder investieren kann. Ja, weil wir können quasi nur weiter investieren, wenn wir die Projekte, die wir bereits gemacht haben bis jetzt, müssen wir quasi so viel Geld verdienen, dass wir in neue Sachen investieren, damit sich das große Rad weiter dreht. Ja? Nur so kann auch eine Firma existieren. In dem letzten Video von Jean-Pierre, was wir zusammen gemacht haben, hat er gemeint, dass viele Kunden oder ich sag mal, Besucher auf der Messe sich gar nicht trauen, uns anzusprechen auf der Messe, weil wir haben, der Internetauftritt ist sehr relativ schick, wir haben schöne Messestände, das ist wirklich so clean und so weiter. Wir sind überhaupt nicht so. Ja? Also wirklich, wir sind ganz, ganz, ganz normal. Ja, jeder kann uns ansprechen. Egal wo wir sind, ob auf der Straße oder auf dem Messe. Ja. Was ich euch zeigen wollte, habe ich so ein paar Sachen vorbereitet, die wir quasi so wie wir machen. Ja. Das ist zum Beispiel ein Ford Mustang. Ja. Ich persönlich finde das Auto optisch richtig cool. Also wirklich Respekt an Ford. Die haben wirklich ein cooles Auto da gebaut. Die haben die Verbreiterung gebaut und die Lufteinlassrahmen. Ne. Auch von hinten so. Die Teile sind noch unlackiert, das war so eine Anpassungsprobe. Wir halten, wie gesagt, wenn wir irgendwas produzieren, halten wir immer am Fahrzeug dran und ja, geben unser Bestes, dass das wirklich tico-taco gebaut wird. Ja, so zum Geschichte Mustang. Hier habe ich zum Beispiel hier diese Rahmen, so werden die gezeichnet, ne? In verschiedenen Winkeln. Wir scannen bei den Fahrzeugen nur quasi diese Teile, die wir auch wirklich brauchen. Ja? Was soll ich das ganze Auto scannen, weil ich sag mal so Scheinwerfer, Dach, Scheibe und so weiter brauchen wir nicht. Ja? Also wir scannen nur die Teile, die wir auch wirklich brauchen. So sparen wir uns Arbeit. Ja? Und so sieht das ungefähr aus, wenn das gezeichnet ist. In 3D sehen wir wirklich alles, alle Kanten, alle Ecken und so weiter. Zum Beispiel hier, der Kunde wollte ein paar Räder von uns und ein paar Kleinigkeiten, so kleine Lippe, so eine kleine Spoilerlippe, Seitenschweller und so. So kleine Rahmen drumherum hier. Ja. Schaut mal, was haben wir gemacht? Patsch. So was haben wir dem Kunden präsentiert und er fand das ganz cool. Ja, also mir persönlich, ich möchte jetzt nicht das Falsche sagen, aber mir persönlich ist das nicht bekannt, dass zurzeit, ich sag mal, im europäischen Bereich irgendeine Firma so arbeitet wie wir. Ja, also zu uns kommt ein Kunde mit einem serienmäßigen Fahrzeug, tschak, sagt uns seine Wünsche. Egal ob Folierung, ob Felgen oder sonstiges, wir fotografieren sein Auto, das ist der Idealfall. Und dann zeigen wir an seinem Auto, wie das am Ende aussehen wird. Das können wir auf jeden Fall sehr professionell abdecken. Wenn man sich die Räder zum Beispiel anschaut, ja, oder die Spoiler. Also wenn ich das Bild zum Beispiel bei Facebook, Instagram und Co. posten würde, würden wirklich, ich sag mal, ich würde behaupten, 99,9% der Follower oder der Internet-User würden denken, dass das Auto so stand, ja, also mit den Felgen und so weiter. Also man wirklich alles ist perfekt abgedeckt, ja. Schaut mal hier, das ist zum Beispiel von hinten, ja. Kann man das erkennen? Das kleine Diffusor, Seitenschweller und die Rahmen vorne am Kotflügel. Ja? Also das sind so Kleinigkeiten, die man wirklich am Computer machen kann und wir bieten das quasi unseren Kunden an. Ja? Hier war ich zum Beispiel in Saint-Tropez bei der Familie Geiss. Und die haben so Elektroroller, mit denen die auch unterwegs sind. Und zwar habe ich mir gedacht, von mir aus mache ich so ein kleines Design. Ja? Die waren schwarz-matt, ja? Aber ich habe die so ein bisschen rumgespielt. Und auch die Familie Geist fand das cool. Ja? Kannten die bis dato nicht, dass man wirklich auf Computer so viele Sachen aus einer Hand bekommt. Weil wir machen nicht nur Design, wir folieren auch selber hier vor Ort. Ja, hier haben wir zum Beispiel auch Boot. So ein bisschen rumgespielt am designtechnisch. Ne? Also wirklich, ob so Streifen oder hier oder da, wirklich, das sind so manchmal so Kleinigkeiten, die das Projekt am Ende wirklich sehr, sehr schön machen. Ja? Hier zum Beispiel haben wir einen Kunden mit einem Porsche GT3, der wünscht sich eine Folierung. Ja? Achtung! Also vorher, nachher ist natürlich. Der Effekt ist sehr, sehr groß. Der Kunde war selber quasi mehr oder weniger erschrocken, was für ein Ergebnis dahinter steht. Ja? Also guck mal, das ist das gleiche Bild, nur
Hier. Ja. Wir können alles entscheiden, ob die Linie so verläuft, ob wir die Punkte hier lassen oder nicht lassen, den Winkel und alles Mögliche sehen wir vorher am Rechner. Und ja, wenn der Kunde sagt, das gefällt mir, das bauen wir. Ja, hier zum Beispiel Felgen. Da kam ein Kunde und wollte ein paar Felgen von uns haben. Da haben wir sowas gezeichnet. Das ist natürlich alles Geschmackssache, ob die gelb oder grün sein sollen. Jeder Kunde ist anders, ne? So, oder schwarz oder silber. Es gibt natürlich auch so Konfiguratoren im Internet von verschiedenen Felgen- und Reifenhersteller, aber die sind meistens nicht auf dem eigenen Wagen. Ja? Jedes Auto sieht anders aus. Ich sag mal, Auto mit einem Bodykit oder einem Grün oder einem Gelb sieht anders aus wie im Internet. Also wir machen das am liebsten auf dem Kundenfahrzeug und meistens freuen sich die Kunden sehr und das ist bei uns kostenlos. Ne? Hier zum Beispiel so ein Mercedes Sprinter. So ein Bild zum Beispiel wird genommen, hausintern, und wir verändern die Designs. Schaut mal. Felgen groß, klein, mit LEDs, mit Kennzeichen unten, Kennzeichen oben, die Streben, kann man jetzt vielleicht hier ganz gut sehen, mit Streben, ohne Streben. Also wirklich, das sind manchmal so ganz, ganz, ganz kleine, viele Kleinigkeiten, die das Projekt am Ende rund machen. Ja? Also wirklich, das ist sehr. Das ist nicht schön. Das war auch nicht meine Idee. Ups, da habe ich was gezeigt. Auf jeden Fall, es gibt wirklich sehr, sehr viele Kleinigkeiten, die das Projekt zu Ende machen. Ja? Das ist zum Beispiel ein Mercedes GTS, die erste Version, die wir gebaut haben. Und jetzt werden wir verraten jetzt schon, was wir Anfang nächstes Jahres machen. Und zwar, es lohnt sich auf jeden Fall uns zu folgen, ne, bei Instagram und so weiter, bei YouTube und so weiter, weil wir werden jetzt immer unsere Projekte und so weiter veröffentlichen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, übrigens, was wie gebaut wird oder sonstiges, wir verraten bis auf ein paar kleine Firmengeheimnisse fast alles. Schaut mal her, das ist die Version 1. Und so soll das Auto nächstes Jahr aussehen. Es ist, ich sag mal, zu einem Mercedes GTS. Ich persönlich finde, das ist schon eine Veränderung. Ja? Und ich finde das Auto mega, ehrlich gesagt. Und das werden wir Anfang des Jahres bauen. Wie gesagt, Kleinigkeiten. Auf dem Kühler zum Beispiel, ob da ein Logo sein soll. Ja? Könnt ihr sehen? Mit Logo, ohne Logo. Die Haube, so eine Haube oder vielleicht so eine Haube mit Flaps, ohne Flaps. Also wir sehen wirklich alles. Oh, bin zu weit. Bin ich wirklich sehr, sehr kleinlich. Hier der kleine Spoiler solle drauf sein, ohne Spoiler. Also wirklich, das ist unglaublich viel Arbeit. Ja? Also man stellt sich das einfach so vor, wenn man was kaufen geht, egal was das ist, ob das ein Pulli ist oder was auch immer. Aber was dahinter steckt, ja? Die ganze Entwicklung, TÜV-Gutachten. Wir vom Prior Design werden alle 2 Jahre vom TÜV überwacht, ja, überprüft. Wir müssen Prüfungen bestehen, dass wir überhaupt TÜV-Teile-Gutachten erstellen dürfen als Hersteller. Ja. Das kostet nicht nur sehr, sehr, sehr viel Geld, sondern auch sehr viel Zeit. Gut, wir machen die Prüfungen immer, weil das ist sehr wichtig. Prior Design hat nicht für alle Teile-Gutachten, weil. Natürlich, wir machen nur für die Teile auch gute TÜV-Teile-Gutachten, die wir auch in Deutschland verkaufen. Ja? Das macht keinen Sinn, ich sag mal, für einen, weiß nicht, Rolls-Royce, wenn wir, ich sag mal, die großen Märkte in den USA oder in Asien sehen, Gutachten zu erstellen für ein Fahrzeug, ja? Für mein Fahrzeug jetzt in dem Fall. Also wir als Hersteller können und dürfen auch nach Paragraph 21 Eintragungen vornehmen. Für Kleinserie oder ich sag mal so Prototypen oder die eigenen Fahrzeuge, das ist alles bei uns kein Problem. Ne? Für unsere Teile, die wir selber entwickeln. Also nicht wir selber als Hersteller machen die Eintragung, sondern der TÜV selber. Also der TÜV kommt zu uns und prüft das alles und dann, wenn alles passt, dann kriegen wir das auch eingetragen. Wir haben auch zum Beispiel nach dem Video von JP sehr viele Anfragen auch bekommen für Fahrzeuge, wo wir nicht so einen großen Markt sehen. Das ist ja nicht böse gemeint, dass wir sagen, okay, wir machen nur Rolls-Royce, wir machen nur Ferrari. Das stimmt überhaupt nicht. Wir machen auch, ich sag mal, kleine Fahrzeuge, ja, so ein Golf Polo machen wir auch. Nur, das muss sich irgendwo am Ende rechnen. Ne? Also wir haben wirklich Kunden, die für so wirklich sehr seltene Modelle anfragen.
Und wenn wir sagen, okay, da besteht eine Möglichkeit, eine Sonderanfertigung zu machen, ja, und dann die meisten, wenn die den Preis hören, denken die, okay, jetzt will Brühl sein reich werden. Das stimmt nicht, weil diese ganzen Entwicklungskosten, also wirklich zumindest so die 15 Punkte, ob ich für einen Kunden ein Teil baue oder danach, ich sage mal, 100, 200, 500 produziere, ja, das ist die Frage. Also die Formkosten, Entwicklungskosten und alles Mögliche, das muss ich auf ein Teil, ich sag mal, umlegen oder auf 500. Und das natürlich, bitte um Verständnis, dass auch irgendeiner, ich sag mal, in Anführungsstrichen bezahlen muss. Ja? Ob man ganz viele Kunden bezahlen in kleinen Beträgen oder einen Kunden in großen. Also das ist wirklich nicht so, dass wir bei einem Fahrzeug reich werden möchten. Also das ist nicht der Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wollte mich noch bedanken für die vielen Kommentare, die ich bekommen habe. Wie bei dem JP auf den Videos, so auf unseren Videos. Wir haben in letzter Zeit sehr viele Abonnenten bekommen. Das ist natürlich, macht mich wirklich sehr stolz und zeigt mir auch so ein bisschen, okay, mach weiter. Ich wollte mir das einfach nur angucken, so ein paar Monate, wie das ankommt. Ist da überhaupt Interesse da, ja, dass die Leute sowas sehen wollen? Das haben wir bis jetzt noch nie gemacht, weil, wenn ich ehrlich sein soll, ich dachte, YouTube, da gucken nicht so viele, ja. Dann ist es besser, wenn wir da schöne Bilder bei Instagram und bei Facebook posten. Ist aber nicht so wirklich der Fall. Also ich glaube, bei YouTube steckt sehr viel Potenzial. Und wenn wir so einfache Videos machen, wie wir jetzt auch machen, zum Beispiel jetzt nehmen wir auf mit einem iPhone 11 Pro, ja, also wirklich in 4K-Qualität, also die Qualität haben wir überprüft, die ist sehr gut. Wir haben auch sehr viele Anfragen wir haben auch sehr viele Anfragen bekommen, dass Firmen für uns die Videos drehen und so weiter. Wenn ich ehrlich sein soll, vielen Dank, sehr nett, aber ich glaube, wir möchten so einfache Videos drehen, ja. Das heißt einfach ohne viel Licht, dass ich aussehe wie ein Topmodel oder sonstiges, ja. Bei uns sollen die Videos wirklich so sein, als wenn der Kunde hier gewesen wäre, ja. Als wenn er es selber mit dem Auge sieht. Ja, manchmal verplapper ich mich irgendwas oder ich muss mal 5 oder 6 Mal das Gleiche sagen. Manchmal hat man so einen kleinen Hänger, das schneiden wir raus, aber ansonsten wird alles veröffentlicht, wie wir so sind. Ja? Und achso, wir sind nächste Woche noch in China. Wir fliegen nächste Woche nach Hongkong. Da besuchen wir unseren Superhändler. Da haben wir einen guten Händler in Hongkong. Da bleiben wir auch 3 Tage. Ich fliege mit dem Dominik. Danach, ich glaube am 22. bis zum 25. ist eine Messe in Guangzhou. Da sind wir auch als Aussteller mit unserem Mercedes V-Klasse, ne, mit dem PD1, so heißt das Auto. Was wir auch diese Sonderserie in Asien machen, werde ich auch berichten, zeige euch viele Videos und so weiter. Und ja, seid gespannt und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, gebt mir einen Kommentar, gebt mir ein Abo.